So Leute, hier ist wie versprochen das Intro nochmal vom Spiel. Today's thrilling episode is brought to you in part by Pipslip Ship Chips. They're ship shape. Ja, wie versprochen, ich hatte ja I'm gesagt, ich Charles zeig das nochmal. Martinet, and now it's time for BitTrip Presents Runner 2, Future Legend of Rhythm Alien. Ja, okay. Damit willkommen zu Folge 2. Und ja, jetzt kommt hier gleich nochmal das Intro. Ja, dann, also ich bin einfach leise dazwischen und dann spielen wir gleich weiter. When last we left Commander Video, his courageous contingent of charismatic compatriots was in hot pursuit of the fiendish Tibbletot as they chased him into a realm above realms called the Hypersphere. It is at this moment, as if from nowhere, that a nefarious reality unfusion beam blindsides these five fearless friends. The always imperturbable Commander Video, shielding his elite assemblage of exceptional allies, takes the brunt of the blast and is sucked into an unknown dimension. A land of wondrous imagination, found only at the apex of light and matter. A wavelength of the optical spectrum opened by the maniacal Tibbletot to trap and enslave our gallant protagonist. Confused and companionless, our hero ponders his current position. The only thing that remains clear to him now is that he has fallen prey to a vulgar scheme full of villainy, which he must vanquish. Ja, Leute, das war das Intro. Wenn man es so nennen kann. Ich starte hier einfach mal das Game. So. Welcome Wonderland. Jawohl. Oh, da... Ah, ne, das, da, okay, das hier müssen wir machen. So, also wir hatten bis jetzt nur die Steuerung J. Als Jump. Okay. Ich liebe dieses Spiel einfach nur. Oh no. Okay. Ah, das ist nicht so einfach. Das ist auch cool, man kann auch bestimmen... Nein! Man kann auch bestimmen, wie der Ton ist, wenn man über die Teile rüberspringt. Über diese... Über die hier. Wenn man... früher rüberspringt oder so. Nee, oder? Nee, habe ich mich geirrt. Komm schon! Leo, was ist los? Oh. So. Ups. Gibt's nicht. Ich finde das auch mega geil gemacht mit dem Hintergrund. Also der Hintergrund... Der... Schock... Oh. Meine Güte, meine Güte. Leute, was ist hier los? Das Level 4? 3? 4? Oh, ich hab's drauf. So, Leo. Jetzt schaffst du das, jetzt schaffst du das. So schwierig ist das doch nicht, meine Güte! Ich spring doch! Das ist unfair. Komm schon. Und übrigens zu den Checkpoints, die ich ja letzte Folge, wo ich dachte, ja, hä, wieso funktioniert denn der Checkpoint jetzt nicht? Da bin ich rübergesprungen und so kam... Ey, unmöglich. Und dann, wenn man über die Checkpoints rüberspringt, dann benutzt man sie sozusagen nicht, sondern dann... Ich weiß nicht, dann, also dann... Warte, Leute, ich hasse das, wenn ich so lange Pausen mache. Juhu. Auf jeden Fall, ich komme wieder zurück zum Checkpoint. Einmal konzentrieren. Oh. Wenn man rüberspringt, dann bringt der Checkpoint nichts, man kriegt aber mehr Punkte. Was muss ich jetzt hier machen? Alter, das ist geil gemacht, dieses Spiel. Also ich kannte das Spiel auch vorher nicht.
Und das ist... ist ein altes Level. Oh mein Gott, das ist ja mega episch. Also, das ist auch mega unbekannt. Ich weiß, also... Nope. Ui. Also, meine Freunde und so kann das alle nicht. Ups, ich weiß nicht, aber das Spiel ist einfach mega schockig. Wieso ist denn das so unbekannt? Ich weiß nicht. Also das hier schockt auch gerade übel. Das gibt's nicht. Komm schon, letztes Leben hier, was ist los? So, bis dahin ist ja mega ein easy. No! Komm schon. Schade. Schade. Egal, wir haben ein cooles Secret entdeckt. Oh. Ah, das wäre sowas wie ein zweiter Ausgang, oder wie man das, oder? Also, es gibt ja mehrere Ausgänge manchmal. So, egal. Ah, das ist ja auf jeden Fall schöner. Lol. Ich hoffe... Oh, shit. Ich habe nicht auf die Zeit geguckt. So, egal. So, jetzt kriegen wir das hier hin. Okay, schon wieder das Level. Ja, ich bin ready. Ich weiß gar nicht, ist ein Secret oder geht das dahinter weiter? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, die Musik ist auch lustig. Halt die Sprünge bei wie bei jedem typischen frühen Jump'n'Run. Die Musik irgendwie. Also nicht die Musik, aber der Sound, wenn man was einsammelt oder springt. No, das war so knapp. Komm schon, dieses Level ist doch nicht so mega schwierig, oder? So, so. So, so. Alle Teile eingesammelt. Mann! Da kacke ich immer ab, ey. Komm schon. Oh, ja, jetzt. Sehr gut, Leon. 500 Goldbarren vorbeigelaufen. Boah, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Oh, ich schwöre. Oh mein Gott. So. Keine Worte, echt. Gibt's doch nicht. So, jetzt schaffe ich das hier. Ich versuche mal drauf zu achten. Dass ich... Jetzt, also ich guck mal, ob... Mann, ich habe schon wieder so lange Pausen gemacht. Ich hasse es. Sorry, Leute. ich versuche mal zu gucken jetzt, ob man hinter diesem Extra-Level oder... Ich weiß nicht, ob es ein Extra-Level... Ja, man könnte weitergehen, ne? Aber das kriege ich immer nicht hin. Egal, dafür schaffe ich das jetzt hier. So...
Oh Mist, ey, ich achte zu sehr auf die Goldbarren. Deswegen habe ich jetzt nicht auf die Lücken und so geguckt. Das gibt's nicht. Kann man darüber springen? Die Sprünge kann man doch nicht kürzen mal, oder? Wenn man einmal kurz sagen. Okay, doch. Man kann sie länger und kürzer halten. Oh mein Gott. Schon wieder letztes Leben. Leute, ich versuch's nächsten Part weiter. Das ist ja ziemlich peinlich, Alter. Dass ich das hier nicht geschissen bekomme. Also Leute, ja, vielleicht ist die Folge auch noch nicht zu Ende. Ich muss erstmal die Zeit nachgucken. Also, wir sehen uns entweder gleich in dieser Folge nochmal oder in der nächsten. Tschüssi, bis gleich.